Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Secrets of Grandia. In der letzten Folge sind wir hier in der fliegenden Festung auf der rechten Seite gewesen. Beziehungsweise wir haben die Festung überhaupt erstmal zum Fliegen gebracht. Nö. Wir haben den Phasenbot kaputt gehauen. Der hat uns so ein schönes Ding gegeben, damit wir sowas hier machen können. Und dann geht das los jetzt. Oh, daneben geschlagen. Uiuiui, das ist ja ein schwarzes Loch, Mann. Black Hole Maker. Vielleicht sollten wir auch gleich mal was trinken. Ey. Au. Verfatzt euch, Jungs. Das ist recht fies. Ja, jetzt weicht der aus, oder was? Wollen wir uns mal schilden? Lass das doch mal. Der greift von der Seite an. Das muss man wissen. Der greift von oben und unten an. Oh, tschüss. Ach, Mann. Puff. Noch mehr. Autsch. Ja, der kriegt aber keinen Schaden davon, weil das ja klar ist. Schaltet der auch noch seine Phase um. Ja. Mann. Das ist relativ gemein. So, Vogel. Jetzt können wir uns um dich kümmern. Au. So weit hat er einen Kopf reich, aber Alter. Willst du mich verarschen? Fick dich. Boah. Das ist echt fies. Ich werde erstmal warten, bis er jetzt voll ist. Ah, wir haben Level Up, das können wir uns mal mitnehmen. Nein. Trank schneller aufladen, ja. Stärkung. Stärkung, Angriff mal. Kurze Zeit erhöhen. Nee. Machen wir mal den Wirbelschnitt noch dazu. Wo liegt denn der jetzt? Ah, alles klar. Das ist cool. Das ist gut. Der gefällt mir. Ja, du greifst wieder von unten an, oder was? Willst du mich ja eigentlich verarschen? Du hast ja Blechkasten. So. Aggressiv, Junge. Oh, eine Kiste versteckt, das ist ja toll. Aber wie kommen wir da ran? Gar nicht. Nee. Haben wir zwei Computers? Datum 28.12.2401. Er hat heute ein weiteres Dorf vernichtet. 45 Tote. Tannys Schwester war darunter. Wir müssen ihn aufhalten. Phasenmann-Experiment gescheitert. Kommt gut voran. Quatsch. Naja, egal. Blaupausen für Gundam sind ebenso angekommen. Aber der Entwurf beunruhigt mich. Es gibt eine Grenze, wie viel Macht ein Mensch besitzen sollte. Salam ist ein Beweis dafür. Hoffen wir, dass wir niemals darauf zugreifen müssen. Eine grausame Maschine. Ja, schön. Alter. Noch mehr Story. Phasenmann war ein Fehlschlag. Er ist viel schwächer, als wir vermuteten. Okay. Warum ist ein Schlüssel? Kann ich die blocken? Oh, okay. Nicht so blocken. Wow.
Ja, richtig gut, dass das so viel Schaden gemacht hat, ja. Jetzt sind nur Tanja und ich in der Einrichtung verblieben. Die meisten sind an dem Tag gegangen, dem der Phasemann versagte. Es gibt ja keine Hoffnung für uns, sagten sie. Wir kämpfen weiter. Wir bauen weiter an Gundam und beten, dass er stark genug sein wird. Scheiße, Alter. Ich werde übrigens noch gegen Gundam kämpfen. Oh Gott, ja, eine Nachricht von Red erhalten. Die Welt brennt, ständige Nachrichten. Ich das alles lesen? Ich hab da keinen Bock jetzt drauf. Ja, vielleicht will ich das mal lesen. Gundam in einem kompletten Weg. Ich lese das jetzt nicht alles vor, das ist mir zu viel. Energiehaltung. Aufgrund der kürzlichen Stand der Ängste von Energiekern-Impact ist nicht mehr Richtlinien. Einschränkungen. Hi. Hallo. Fängst du jetzt mal an, hier ein bisschen was zu machen, du Assi? Ja, nee, ist klar, Alter. Oh, Alter, ich hasse ihn. Hat ja noch so viel Schaden, er ist ein Assi. Noch mehr Text, Phasenreflexion, umfangreiche Tester, wenig bewiesen, molekularer Verlust. Ja, okay. Von welcher Richtung zeigt denn jetzt was? Das ist die Frage. Aha. Putz! Nee, nicht so, oder? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Das ist das Quatsch, was ich hier mache. Was ist, wenn ich so tue? Dann komme ich da an. Dann kann ich hier so. Lass mal einfach probieren, was jetzt passiert. Mich interessiert. Okay. Das ist also Quatsch. Das ist ein Rätsel, wo ich nicht mit klarkomme. Ich bin zu dumm. Aber ich will ja natürlich die Shots haben. Wirklich, da fehlt mir was. Ja, ich muss mal ein bisschen was malen. Ich muss den ja irgendwie nach hier oben bekommen. Von daher ist das Quatsch. So, fangen wir mal einfach mal kaputt. Mal gucken, jetzt bestimmt eine Mimik dabei. Da sind so viele Kisten. Ein Hühnerstock hier. Moneten. Noch mehr Moneten
Und irgendein gegrilltes Steak. Gundam fast fertiggestellt, mächtige Quelle der Gefahr. Heiße! Ich verstehe das nicht. Kann ich die Dinger verschieben? Eventuell nicht. Das wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Ah, warte mal. Nein. Wird da sowas draus vielleicht? Mal gucken, ob es schon die richtige Reihenfolge ist. Nee, nicht ganz. Also tauschen muss ich sie tatsächlich, die Dinger. Ja, oder du kannst das gut dahin. Da muss ich den wieder da hinschieben. Schiebi, schiebi. Ja, also ich glaube, dann glaube ich doch einen Schuh draus. So. Ja, man muss einfach bloß mal nicht doof sein. Wie geht das? Hallo? Weiter geht's. Und ein paar Prügel smashen. Kristallscherben. Kristallscherben klingt wertvoll. Cyberpunk-Scherbe. So. Tür auf. Oh je, Mille. Oh Gott. Kein Problem. Kein Problem. Ja, erstmal einen schönen Drinky Drinky. Nehmen das da oben noch mit. Der wird zerschmashed. Hulk Smash. So. Den haben wir auch noch fertig hier. Dann ist er gleich. Was, Junge? Ah. War ja einfach. Ja, okay. Tenny ist tot. Gundam war stark, zu stark. Und jetzt ist sie tot. Meine süße Tenny, verloren für immer. Professor Pine. Ja, Professor Pine, vielleicht solltest du aufhören, ständig irgendwelche sinnlosen Waffen zu bauen, die immer nur alles irgendwie kaputt machen wollen. Junge, das war laut. Nee. Tschüss. Ja, das ist nämlich so einfach. Oh, ein Level up, nice. Ja, den Level up, den hauen wir uns direkt noch rein. Wieder hier auf Trank. Das ist nämlich gerne. Und ansonsten Kampf. Machen wir mal den hier noch ein bisschen stärker. So. Ja. Okay. Mal sehen. Loading.
Es sind viele Jahre her, dass ich zuletzt einen Fuß hier reingesetzt habe. Diese Zeit scheint mir fast wie ein Traum in der gesamten Welt zerstört. Auch Tenny starb an diesem Tag. Durch die Hand unserer Schöpfung. Genügend Leute haben ihr Leben verloren. Gundam. Professor Pine. Na dann, let's fight, Mann. Hallo? In meiner tausendjährigen Gefangenschaft zweifelte ich nicht einmal daran, dass mein Retter die Gier der Menschen wäre. Nun endlich ist die Zeit gekommen, dass die Artefakte die Menschheit beherrschen. Hi. Gundam, der Ancient Weapon. Feuch! Hallo. Keine Ahnung, was ich machen soll. Was soll ich da auf deiner Hände? Okay. Was steht da unten so? Gegnerische Hände. Lol, wie uns in der HP stehen oder so. Au. Au. Schön Drinky machen. Hey. Alter. Overheat. Nee, so nicht, mein Freund. Was? Der war doch schon tot, Alter. Boah, Mann. Bla, statt gedrückt halten zu müssen. Fick dich, du Hurensohn, Gundam. So, jetzt komm ran hier. Hau dir richtig alle rein. Die Raketen sind ein bisschen zu hart. So, das gemacht hier. Seht das? So, jetzt müssen wir ein bisschen hier runter. Ah, das ist wieder zu spät. Machen wir einen schönen Drinky. Und dann kriegt er hier erstmal einen rein. Ah, das ist hier kein Problem. Mal ein bisschen ausweichen. Jetzt wird es schon interessanter. Alter, hallo. Junge! Ja, LP-kritisch, bla, ficken, ja. Oh.
was jetzt gemacht werden muss, außer ausweichen, ist jetzt kann ich hier freilaufen. Okay. Jetzt spielen wir ein bisschen Tohu. Okay, jetzt kommen die Raketen langsam zu uns, das heißt, wir gehen bald mal auf eine andere Seite. So. Alter. So, ich hoffe, das geschieht dir recht, du Scheißding. Was bist du? Amalette. Verfluchter zu sein, meine neue gewonnene Freiheit. Vereitelt von einem rotznötigen Kind. Mein Gefäß war schlecht gewählt. Ich benötige etwas, um diese Welt auf die Knie zu zwingen. Etwas, das besser zu meiner unbegrenzten Kraft passen wird. Für das Aufdecken der Mängel dieser metallenen Golems habe ich einen großzügigen Vorschlag für dich. Werde mein Sklave und trage mich bei meiner neuen Gefäßsuche durch diese erbärmliche Welt und ich werde dein Leben verschonen. Such dir einen eigenen Handlanger-Amulett. Das hier hat schon einen Meister. Noch ein empfindungsfähiges Artefakt, vielleicht scheint endlich das Glück auf mich herab. Ein König benötigt Generäle. Ehrgeizige Ziele für ein bloßes Besitztum. Deine Kordel dort trägt immer noch den Geruch des Halses deines Besitzers. Besitzer? Nonsens. Wie kann ein Sklave seinen Meister besitzen? Ein langer Urlaub scheint dich senil gemacht zu haben. Wie es scheint, tja. Sieht aus, als man an dem Ort ein echtes Gebäude verborgen kennt. Lass uns zum Sammler-HQ zurückbringen. Ich erwarte große Belohnungen. Wage es nicht, von mir als bloßen Hasi-Abfall zu sprechen. Deine lächerliche Wahnvorstellung endet hier, Bauer. Lass mich dir die wahre Macht meiner Artefaktgottheit zeigen. Hä? Oh, nun ja. Genug Spaß für einen Tag. Lass uns nach Evergreen zurückkehren. Okay. Einfach mal den Bob eingesammelt. Teleport nach Evergreen City. Bring das Ding noch weg. U-Haus, theoretisch, Technologie, persönlich, Zimmer. Also das ist der Zimmer. Ja, Zimmer, ja, kauf es. Tut mir leid, du hast nicht genug Geld. Für 3000 können wir uns hier ein Haus kaufen, das ist nett. Ich möchte jetzt hier noch dieser... wieder der Penner. Hat dir denn Vater überhaupt irgendwas beigebracht? Bürgerliche sollten den Platz für den Adel machen. Die Bauern heutzutage, ja Mann. Und irgendwann hack ich dir einfach deinen hässlichen Kopf ab, du kleiner Wichser. Dieses Amulett war ein ziemlicher Fund. Er wird perfekt in die Artefakte an meiner Familie passen. Was? Wie hat er? Unverzeihlich. Lass ihn nicht schon kommen, Junge. Scheiße. Hat er uns das Amulett gestohlen? Versuchen wir den zu sprechen. Oh Mann, oh. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Secrets of Grindia wieder. Lasst einen Daumen da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin und tschaußen.